Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part sind wir ins Team Magma Versteck eingedrungen und sind eigentlich auch schon fast fertig. Hallo Meisterball. Den werde ich vermutlich Groudon in den Kopf werfen. Ich weiß noch nicht, ob ich es regulär fangen möchte oder nicht, aber es ist zumindest eine Option. Und ja, eigentlich, wie gesagt, sind wir hier durch. Aber der letzte Part war schon so lang, deswegen dachte ich mir, den Rest können wir auch heute machen. Und danach geht's Richtung Moosbach City. Das ist ja unser nächstes Ziel, das ist die nächste Arena. Und ja, das steht heute so auf dem Programm. Mach du ruhig Magnetflug. Ich mach das gleiche wie im letzten Kampf. Toxinieren, ja, das ist ein Wort. Und dann auswechseln. Für den Fall der Fälle, dass du irgendwie boomen möchtest. Ich meine, gut, die Verteidigung von Nachtara ist jetzt auch nicht so schlecht, aber der Levelunterschied. Deswegen schicke ich dann doch lieber Fulipurba rein. Solltet ihr übrigens ganz dezent irgendwelche Geräusche im Hintergrund hören, dann ist das ganz bestimmt nicht unsere Spülmaschine. Aber ich hasse dreckiges Geschirr. Optisch okay, aber es stinkt. Und deswegen musste ich diese Spülmaschine jetzt anmachen, obwohl ich aufnehmen wollte. Ich habe auch extra zwei Türen zugemacht zwischen hier und der Küche. Aber es ist so hellhörig hier drin. Es würde mich nicht wundern, wenn man es dann trotzdem hören würde. Nur so zur Info. Ui, du warst irgendwie ziemlich schnell weg. Aber ich beschwere mich nicht. Und Mark wird sich bestimmt auch nicht wundern, wo seine beiden Elektrobälle, ja, das ist ja offizielle Plural natürlich, und sein Meisterball hin sind. So. Dann möchte ich ganz gerne wieder zurück. Also wenn da mal ein Teleporter kaputt ist und du stehst zwischen diesen Röhren. Oh je. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns in den Tiefen des Verstecks so erwartet. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich mag ja diesen Kontrast. Hier ist alles so, ja, metallisch. Ich glaube, es sind so Metallbodenplatten. Und ja, sehr futuristisch eingerichtet mit den ganzen Maschinen und so. Und dann das Wasser da. Also das finde ich eigentlich schon ganz schön. Passt natürlich besser zu Team Aqua, aber meine Güte, warum soll Team Magma nicht auch Wasser im Keller haben? Tiefseeforschungsboot 1, Umbauplan. Ja, ich kontrolliere hier alles. Ich nehme alle Infos mit, die ich kriegen kann. Der Laptop scheint nicht an zu sein. Und da vorne sehen wir auch schon das U-Boot. Ich bin das viele Warten leid, du schuldest mir einen Kampf. Okay, meinetwegen. Gut, ich muss aber auch sagen, ich habe früher auch öfters Saphir gespielt als Rubin, weil ich Kyogre schon immer schöner fand als Groudon. Und ja, es liegt mich auch einfach daran, ich mag Blau als Farbe sehr, sehr gerne, lieber als Rot. Und deswegen war ich vielleicht automatisch eher so zu Saphir hingezogen. Das kann gut sein. Und deswegen mit Team Magma habe ich eigentlich nicht so viel am Hut gehabt. Klein Smaragd kam die auch vor. Aber so nur gegen Team Magma eigentlich ganz, ganz selten. In Rubin mal, aber auch nicht oft und hier sowieso noch gar nicht. Aber ich habe kein Problem damit, ob ich jetzt Kanivanias oder Kamaups umniete. Macht für mich jetzt nicht so den großen Unterschied. Achso, du hast nur das eine Pokémon. Na gut. Aber schön, wie es hier überall 1480 Pokédollar gibt. Da fühle ich mich ja schon fast etwas angesprochen. Kann ich? Nein, ich kann nicht da drunter. Nun gut, kann ich da hoch? Sieht so aus. Ach, die Typen, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Typen. Da kann man so ein bisschen gucken. Man sieht diese ganzen vier, ich glaube es sind aber fünf, Magmas, die uns die Hölle heiß machen wollen. Man sieht das U-Boot, sogar mit dem Team Magma-Emblem. Wahrscheinlich haben sie nur das draufgepackt. Wobei, es sieht halt aus wie so ein Kamerupt. Das finde ich ganz lustig. Auch wenn es, ja, man erkennt es zumindest, dass es vielleicht ein Kamerupt sein soll. Mit dem Höcker da und so. Und man sieht Jördes auch schon. Aber da jetzt diese netten fünf Leute kommen. Ich meine zumindest, das waren fünf. Ich überlege gerade, hattest du... Und ich glaube, deine ganzen Attacken treffen leider nur ein Pokémon immer. Hätte ich den Sternenschauer behalten müssen. Dann packe ich mal Aquana nach vorne. Der Surfer trifft hier auf jeden Fall alle. Das ist in dem Fall, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, es sind fünf.
Das sieht schon so ein bisschen bedrohlich aus. Du denkst im ersten Moment, okay, die wollen jetzt alle mit dir kämpfen, hintereinander. Aber nö. So sieht man sich wieder. Was? Das soll echt das erste Mal sein? Du Einfallspinsel. Das spielt auch keine Rolle. Zieh dich warm an. Jetzt bekommst du die Gewaltekraft von uns Fünflingen zu spüren. Das finde ich so cool. Ich meine, dass sie das nicht dauerhaft einbauen können, kann ich schon verstehen. Es ist halt schon ein bisschen seltsam, dass man da wirklich gegen so Rudel kämpfen muss. Ich meine, wir kennen ja Massenbegegnungen. Das ist ja nichts Neues, aber das wirklich so in Trainerkämpfen zu haben, ist halt schon was ganz anderes. Und natürlich müssen sie die Gegner dementsprechend ein bisschen schwächer machen, weil die können ja da jetzt nicht 5 Level 40er Pokémon hinstellen. Das wäre vielleicht ein bisschen krass. Aber das Prinzip mag ich total gerne. Hätten sie auch gerne ein bisschen öfter einbauen können. Aber wie gesagt, ist natürlich schwierig, alleine gegen 5. Deswegen surfe ich die auch einfach alle weg. Damit halte ich mich gar nicht auf. 5 auf einen Streich. So. Die Sache ist, wenn da drüben wieder Yördis steht, wir wurden besiegt, sollte ich vielleicht einfach Aquana vorne lassen. Wenn die wieder ihr Karmarupt auspackt. Wobei, wahrscheinlich hat sie jetzt nicht ihr Karmarupt vorne. Wir haben verloren. Ich verstehe das einfach nicht. Wir können unsere Pokémon zu 5 und den kürzeren ziehen. Ja, du hast doch nicht einfach geschummelt, oder? Genug, jetzt reiß dich gefälligst zusammen. Oder willst du hier weiterhin in Selbstmitleid zerfließen? Unser Anführer ist dort hinten. Er wird dir alles, was du uns angetan hast, doppelt und dreifach heimzahlen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich glaube, Mark hat ganz andere Sachen zu tun mit seinem tollen U-Boot. Oh, da ist noch ein Item. Das hätte ich fast übersehen. Oh, ein Toppeleber. Das hat sich sogar richtig gelohnt. Yördis. Aha. Ich war mir sicher, dass du kommen würdest. Ja, natürlich. Ich wollte dich unbedingt wiedersehen. Oder so. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Du kommst zu spät. Der Umbau des U-Boots wurde bereits abgeschlossen. Wirf einen Blick auf diesen Bohrer. Ist er nicht imposant? Er wird das Siegel der Tiefseehülle in Windeseile durchbrechen. Jetzt hat mir nur noch eins zu tun. Ich muss dich aufhalten. Oder dich ausbremsen, bis Mark geflohen ist. Doch ich muss dir etwas gestehen. Im Moment habe ich nur einen Wunsch. Ich will gegen dich kämpfen. Ich möchte einen Kampf unter 4 Augen. Du gegen mich. Und ich will dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Deine Strategie bis ins kleinste Detail untersuchen. Haha. Ja, sie ist ein bisschen Psycho. Und sie hat wieder nur ein Pokémon. Also, Yördis, weißt du? Ich könnte dich vielleicht mehr ernst nehmen, wenn du nicht jedes Mal nur mit einem Karmarupt auflaufen würdest. Und da spielt das Level auch keine Rolle. Du kannst auch Level 49 haben. Ich surf dich einfach weg. Da kannst du auch nicht viel analysieren. Ha. Ach, Yördis. Wann lernst du's? Mark, ändere diese Welt. Du musst diese Welt von Grund auf ändern, Anführer. Mission. Erfolgreich abgeschlossen. Mark konnte entkommen. Zum Wohle der Entwicklung der Menschheit. Zur Erfüllung unserer Träume. Der Ausgang dieses Kampfes war erneut unerwartet. Das hat mich positiv überrascht. Daher möchte ich dir einen Hinweis geben. Er wird dir helfen, unseren Traum besser zu verstehen. Tief unter dem Meer, hinter Seegrasöb, liegt eine Höhle. Die sogenannte Tiefseehöhle. Mark, unser Anführer, ist auf dem Weg dorthin. Was wirst du jetzt tun? Das weißt du wahrscheinlich selbst nicht. Ein Spaziergang in einer Küstenstadt könnte da helfen. Ich verrate dir aber nicht, in welcher oder warum. Haha. Wie man dorthin kommt, weiß ich nicht. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht verraten. Haha. Ach, Yördis. Ach so, du sagst nochmal genau das Gleiche. Die Sache ist natürlich tief unten am Meeresgrund. Da kommen wir ja absolut noch nicht hin. Deswegen bleibt uns ja nichts anderes übrig, jetzt unsere Reise fortzusetzen und zu schauen, dass wir bei Gelegenheit tauchen können. Und das können wir erst nach der nächsten Arena. Deswegen auf nach Moosbach, würde ich sagen. Ich meine, der Hinweis von ihr, okay,
Aber es ist ja klar, die haben ja so ein bisschen die Ausfahrt blockiert, sag ich mal, aus Segras-Ulb mit den Weilmar. Und da die jetzt weg sind, sollte klar sein, wo wir hin müssen. Wir haben die ganze Karte aufgedeckt, außer die ganzen Routen auf dem Wasser. Deswegen ja. Wo wir ungefähr hin müssen, sollte klar sein. Ich gehe noch mal kurz zum Pokémon Center, aber... Ich habe mich als Kind dumm und dämlich gesucht. Als ich dann Taucher hatte irgendwann. Ja, ich habe alles abgesucht, weil sie sagte ja... Komme ich hier nicht runter? In der Nähe von Segras-Ulb. Oder sie hat zumindest Segras-Ulb in dem Zusammenhang erwähnt. Und deswegen dachte ich immer, es wäre irgendwo zwischen Segras-Ulb und Moosbach. Und habe halt da die ganze Zeit gesucht und... Ja... Es ist natürlich nicht zwischen Segras-Ulb und Moosbach. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber gut, seitdem habe ich die Tiefseehöhle zumindest immer auf Anhieb gefunden. So, die Sache ist, wie viele Topschutze habe ich jetzt noch? Zwölf und hier nochmal elf. Das sollte auf jeden Fall reichen, um bis nach Moosbach zu kommen. Da kann ich ja nochmal neu einkaufen. So, du dahin. Das geht. Haru hat ja auch schon 36. Sheeta nähert sich auch langsam dem Teamniveau. Das passt schon. Dann ist es mal wieder Zeit, um aufs offene Meer zu schwimmen oder zu surfen. 7,8 von 10 Too Much Water und so. Jetzt ist der Weg hier auch frei. Ich meine, gut, die Wasserroute der Faustauhafen, Graffiport, Blütenburg... Ja, die hat eine gewisse Länge, aber da kann man nichts gegen sagen. Die eigentlichen Wasserrouten gehen ja jetzt hier los. Oh, hallo. Da werde ich ja gleich nett begrüßt. Zum Glück funktioniert das Kartennavi auch im Wasser. Ja, das stimmt. Achso, du gibst mir den Hinweis. Also die Wasserrouten sind schon sehr lang. Das stimmt schon. Wingal! Aber ich habe da nicht so das Problem mit. Ich kämpfe mich hier jetzt durch. Und was der Typ gesagt hat, stimmt natürlich. Wenn man wirklich die Karte auf den unteren Bildschirm packt, so wie ich es schon die ganze Zeit habe, ist es unglaublich praktisch, weil damals hattest du diese Karte nicht. Das ist ja kein unteren Bildschirm. War ja ein Advance-Spiel. 39 schon, aber du hast auch nur ein Pokémon. Und deswegen, du bist durch die Gegend gesurft und wenn du dann, sag ich mal, mitten auf dem Wasser warst und du hast keine Küste gehabt in Sicht und auch keine, ich sag mal, Markierungen in Form von Steinen, der äußere Rand ist ja immer so mit Steinen abgetrennt, dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen verloren. In welche Richtung muss ich jetzt? Wo bin ich jetzt ungefähr? Oh Gott sei Dank. Das war teilweise schon so ein bisschen... Ich bin immer so einfach von rechts nach links oder von oben nach unten geschwommen. Aber man hat sich da schon leicht verschwommen. Da finde ich das hier schon unglaublich praktisch, dass wir die Karte haben, dass ich immer ungefähr sehen kann, wo ich bin. Also wie jetzt, klar, ich sehe hier oben den Rand... Das ist super. Und hier, aber wenn ich so mitten auf dem Wasser bin, ist das halt schon nicht so supi. Wenn man dann wirklich gar nichts sieht außer Wasser. Deswegen sollte man ja auch in Wirklichkeit nie zu weit von der Küste wegschwimmen. Weil zum einen muss man auch wieder zurückschwimmen und genug Kraft dafür haben. Und klar, wenn irgendwie Beckenrand, Küste oder so in greifbarer Nähe ist, da ist man immer wesentlich sicherer. Ja, die sind schon halbwegs hoch. Nehmen wir erstmal das Welser, würde ich sagen. Aber das kriegen wir hin. Meine anderen Pokémon wären da vom Level her eigentlich ganz gut. Wenn ich die im Versteck eingesetzt hätte, dann wären die genauso hoch wie die Gegner jetzt. Das passt schon. Ich gucke, dass ich bis Ben und Svenja 40 habe. Und dann sollte das eigentlich passen. Wenn ich auch bedenke... Oh, du machst ein Erdbeben, das ist sogar recht schlau. Was macht? Ja, es geht. Selbst bei Haru macht es nicht so viel Schaden. Wenn ich bedenke, dass wir ja nach Ben und Svenja noch die ganze Route quasi von Moosbach bis ganz unten haben, inklusive dem Weg nach Prachtpolis, der Route um Xenoroville herum, dem Weg nach Flossbrunn und die Strömungen, plus die Tiefseehöhle. Ich glaube, da ist genug bei, weil Ben und Svenja haben 42, Vassili hat 46. Also... Ja, ne? Das sollte alles machbar sein, denke ich. Wir haben immer so ein paar Gedanken. Bin ich zu niedrig? Bin ich nicht zu niedrig? War es die richtige Entscheidung? War es nicht die richtige Entscheidung? Aber solange ich mich hier gut durchprügeln kann, muss ich das, glaube ich, gar nicht in Frage stellen. Das waren schöne Erfahrungspunkte. Und Level 35.
Und du auch nochmal die ganzen Erfahrungspunkte, sehr schön. Die Sache ist, komme ich jetzt hier unten weiter? Schon, also ich will nicht weiter nach unten. Ich wollte mal gucken, nee, hier ist eine Sackgasse. Das ist gut, es sieht ja auf der Karte so aus, als wäre es komplett offen. Also es ist eigentlich ganz schön, dass hier auch so ein bisschen abgesperrt ist. Ich meine, sobald ich das quasi, also ich sehe ja, wenn ich das Gebiet so ein bisschen wechsle, dann werde ich sofort wieder kehrt machen. Weil da möchte ich noch gar nicht hin Richtung Szene rubbeln. Hallo Stern, du. So, 37. Ja. Kann ich mitleben. Auf jeden Fall. Und das Positive ist ja auch, dass Sheeta einiges wegsteckt. Sie teilt vielleicht nicht so extrem gut aus, aber die Finsteraura. Gut, war jetzt auch ein Volltreffer, aber auch allgemein. Ist ganz angenehm. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir die noch bekommen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich muss mich irgendwie mit Finte zurechtfinden. Aber bin natürlich immer dankbar dafür, noch ein paar gute TMs zu finden. Und dadurch, dass man natürlich mehreren Pokémon hier TMs beibringen kann und auch immer wieder. Das ist eine Vereinfachung, aber es ist auch sehr, sehr angenehm. Dass man sich nicht immer entscheiden muss, wer kriegt jetzt die Attacke und ja, dass man die TMs nicht so verschwendet. Also das finde ich schon ganz schön. Bin immer wieder so ein bisschen irritiert, wenn ich ältere Pokémon-Spiele spiele und mich wirklich entscheiden muss, wer bekommt jetzt den Donnerblitz und wer nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin den Luxus jetzt eigentlich gewöhnt, dass ich jedem die TMs beibringen kann. Und 37. Na, na, na. Yes! Die Psychokinese. Ich denke, wir verzichten einfach auf den Psystrahl. Oder auf den Morgengrauen. Der Psychokinese hat jetzt auch nicht so viel AP. Und den Morgengrauen mache ich sowieso eigentlich nie. Der sieht immer sehr schick aus. Ich habe den immer sehr gerne im Moveset Babsiana, einfach weil er schön klingt. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir wirklich Psychokinese und Psystrahl haben, dass man sich da entscheiden kann. Weil 10 AP ist halt echt nicht so viel. Ja, ich glaube, jetzt bin ich ziemlich an der unteren Kante hier. Ja, genau. Hier geht's dann schon da zurück. Das Positive ist, du siehst so ein bisschen den Strich. Das finde ich ganz angenehm. Du siehst zwischen den Gebieten auf der Karte, dass da noch so ein blauer Strich ist und du dann weißt, okay, da ist die Absperrung. Sonst wäre das so blöd, wenn du einmal das Gebiet dann gewechselt hast und das wird quasi zu einem großen blauen Feld, dann weiß man ja auch nicht mehr genau, wo war jetzt die Grenze. Das finde ich schon sehr praktisch mit der Karte. So, hallo Entoron. Na, was sagst du denn zu meiner Finsteraura? Kreideschrei. Das passt aber, Finsteraura hatte. Wo war das denn? Ich glaube, in Diamant per Platin so eine richtig super Animation, beziehungsweise so einen richtig geilen Ton. Da hast du echt Gänsehaut gekriegt. Autsch! Ja, nach so einem Kreideschrei tut das schon weh. Aber Sheeta denkt sich nur so, nö, ich gehe nicht drauf. Das sehe ich gar nicht ein. Ich bin ein Nachtara, ich habe nicht drauf zu gehen. Aber erinnert sich irgendwer noch an diesen Kreideschrei-ähnlichen Ton bei der Finsteraura in der 4. Gen? Ich kann das gar nicht nachmachen, das war einfach nur furchtbar. Und Rasierblatt bitte. Ich hätte mich natürlich jetzt auch heilen können. Aber der Kreideschrei wäre ja trotzdem noch da gewesen. Deswegen habe ich doch mal lieber gewechselt. Aber man kriegt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Das freut mich. Ist immer so deprimierend, wenn du Trainer bekämpfst und es kommt irgendwie nicht sonderlich viel bei rum. Gerade so in Kanto und Johto ist es ja oft so, dass die Trainer großflächig das gleiche Level haben. Und das merkt man dann an den Erfahrungspunkten natürlich auch. Ah, schwimmen wir erstmal wieder hoch. Wingal! Und gucken mal kurz, weil ich glaube, ich bin jetzt ganz schön... Dich hatte ich, genau. Ich bin jetzt nämlich ganz schön weit rüber geschwommen währenddessen und habe gar nicht mehr geguckt, ob hier oben noch Trainer sind. Du sitzt auf einem Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Das macht mich richtig neidisch. Also selbst schwimmen ist ja nichts gegen zu sagen, aber wenn ich nebenbei noch kämpfen möchte und weite Strecken zurücklege, ist es so, glaube ich, echt angenehmer. Seejung! Es ist so dick und süß. Also ich liebe ja Seemops. Es ist rund und knuddelig und rollt sich und ich liebe Seejung. Weil Reiser... Ja...
Es ist immer noch dick, nicht mehr ganz so süß, aber ich kann damit leben. Hagelsturm. Okay. Ist total cool, wie sich dann im Kampf auch der Himmel so verfärbt. Das finde ich echt schick. Ach, du hast Eishaut. Das ist ja sogar richtig intelligent. Ich bin beeindruckt. Seit wann sind NPCs so schlau? Und zurückgeschreckt. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, konnte Glaciola auch Eishaut haben? Ich glaube, es hat einfach Schneemantel, weil Hagel habe ich sowieso nie. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist eine ganz schöne Fähigkeit eigentlich. So. Die haben ja überwiegend immer nur ein Pokémon. Habe ich so das Gefühl. Dann hätten wir dich auch. Oh. Hier ist auf jeden Fall die kleine Insel, an der ich gerade schon vorbeigeschwommen bin. Genau. Dich hatte ich. Und hier war das Häuschen. Sag mal, weißt du eigentlich schon Bescheid? Sag endlich, weißt du schon Bescheid? Nein, ich weiß von nichts. Okay, dann will ich dich einweihen. Wenn du mittels Surfer mit einem Tohaito schwimmen gehst, bist du auf einmal super schnell unterwegs. Das stimmt. Aber da ich kein Tohaito habe, sondern ein episches Aquana. Ne? Popostück, Feuerstein. Ach so. Ja gut. Aber Entwicklungssteine brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das hat sich bei mir schon erledigt. Ich suche lieber weiter nach Trainern. Aber wir sind auch schon fast bei Moosbach angekommen. So, dich hatte ich. Trainer, Trainer, Trainer. Vielleicht hier drüber noch. Da ist noch einer. Ich habe es genau gesehen. Ich positioniere mich mal hier mal so irgendwie. Na, okay, passt. Das Schwimmen langweilt mich gerade. Ja gut, immer nur im Kreis zu schwimmen, wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu blöd. Also ich fand, wir hatten ja in der Schule auch Schwimmunterricht. Ganz am Anfang, so 5. oder 6. Klasse oder so, fand ich es ganz angenehm, weil man auch sehr viel gespielt hat. Klar, es gab auch mal Bahnschwimmen, aber man durfte auch tauchen und Rettungsschwimmen wurde halt geübt. Und vom Beckenrand bzw. vom 1 Meter und 3 Meter Brett oder so springen. Und es wurde halt auch viel gespielt und so, mit den Schwimmnudeln und so. Also das fand ich echt schön. Und später in der Oberstufe hatten wir auch nochmal Schwimmen. Wir sind nur Bahnen geschwommen. Die ganze Zeit. In allen möglichen Ausführungen. Also sei es jetzt normales Brustschwimmen, Rückenschwimmen oder was weiß ich. Es war so langweilig. Komm, wir wechseln mal. Also Schwimmunterricht in der Schule später fand ich echt ätzend. Weil Sportunterricht meistens auch ätzend war, weil immer irgendwelche Sachen gemacht worden sind, die überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Also die Zeiten, wo man dann wirklich zusammen Fußball oder Basketball oder Völkerball gespielt hat, okay, ne? Aber wenn es dann irgendwie darum ging, Gerätetouren zu machen oder was weiß ich, und dann waren das meistens auch noch so unglaublich langweilige Übungen. Duh. Oder einfach im Kreis laufen. Dass die Leute da denken, Sport ist Mord, sollte keinem mehr wundern. Nach dem Schulsport. So. Dann bin ich jetzt auch schon mal Moosbach angekommen, wie es scheint. Jo. Alles klar. Das ist schön. Dann hätten wir das Gebiet auf jeden Fall... Ich hoffe, ich habe keinen Trainer übersehen, aber wenn doch, tut's mir leid. Dann hätten wir auf jeden Fall das Gebiet geschafft... Ah, ich mag diese große Sandbank hier vor Moosbach total gerne. Das finde ich richtig schick. Dann können wir im nächsten Part die Stadt auf jeden Fall ein bisschen erkunden. Abgesehen von der Arena, da will ich jetzt noch nicht rein. Und oben noch zur Küstenhöhle. Nein, hier nicht. Und ja, dann sind wir wahrscheinlich gut gewappnet für die Arena. Ich mag auch diese Pflanzen hier ganz gerne. Und alle anderen Wasserrouten, sprich die um Xenoruvil herum, die quasi einfach unterhalb von Moosbach und alles Richtung Flossbrunn, das machen wir nach der Arena. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Moosbach City, unser Motto, liebe Pokémon. Das ist ein gutes Motto. So, willkommen im Pokémon Center. Wir halten eine Pokémon und wollen nichts dafür haben. Sieht auch sehr schön aus mit dem Display da hinten.
So. Und darf ich noch mal kurz auf die Level gucken in unserem Team? Ja, es ist doch eigentlich recht ausgeglichen. 38, 38, 38, 37, 37, 36. Dann werde ich aber mal den EP-Taler jetzt ruhig anmachen, zumindest für die Küstenhöhle. Erstmal. Und dann denke ich, sind wir ganz gut gewappnet für Ben und Svenja. Also die Küstenhöhle selbst hat ja keine Trainer, aber davor sind ja noch ein paar. Nicht viele, aber so ein paar halt. Und ich denke, mit Level 40 können wir auf jeden Fall auch gut in die Arena reingehen. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Omega Rubin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.